mal gerade hingerannt hier. Hier ist wieder irgendwelche Tohuwabohu. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Wir werden das Ding mal ganz schnell starten, bevor wir noch entdeckt werden und so jemand auf den Sack geht oder so. Wollen wir nicht. Ja, lass diesen Uruk schreien und sein Meister wird antworten. Schreien lassen, bla bla bla. Das hätten wir auch alles schon gerne getan. Wenn das alles so einfach gewesen wäre. Ich habe einen Sklaven gesehen, der zwei volle Fässer auf seinen Schultern trug. Ich dachte, ich lasse ihn noch einen Tag länger leben. Aber dann fand ich heraus, dass die Fässer leer waren. So, wenn wir es aber anders machen, dann werden wir alle seine Kollegen töten. Und dann werden wir rübergehen. Ich würde ein bisschen das Teil explodieren lassen, aber... Das ist ja nun mal keine vernünftige Möglichkeit. Oh nein, das war nicht geplant. Deswegen gehen wir mal schneller hoch. Hier kommt mich nur hier hin. Und jetzt machen wir noch kurz. Zack. 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 Kann ich auch nicht sehen. Und auf dem machen wir das hier. Yes. Du sollst die Fresse halten, mein Freund. Ich sterbe. Du bist tot. Du musst nicht sterben, oder? Ich wollte nur ein paar Pfeile haben. Zeig mal deinen Kopf, Kollege. Achso, du gehörst ja schon zu uns verloren. Ich hätte jetzt gedacht, wenn der Auftrag zu wieder fehlgeschlagen wäre. Und im nächsten Moment wahrscheinlich umgeholt. Ha! Oh rein, Moschi. Du bist so hässlich, ne? Tauche ins Licht. Mehr Pfeile von deinem Rücken. Überleben. Zack. Wir werden uns mal kurz umschauen. Das ist. Gegner, 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 Gegner. Ihr Teufel solltet euch für eure Unfähigkeit schämen. Fuck.
Furcht vor Verrat, ja, da bin ich voll, Mann. Zeit, sich eine Beförderung zu verdienen! Du! Früher oder später werden wir dich töten. Alles klar. Wieso sollten wir es hinauszögern? Ja. Wie ist das, wenn du so viel laberst? Ja, war klar, dass es viel schlägt. Nein, lasst ihn in Ruhe, Mann. Du widerst mich an! Vielleicht kriege ich den noch. Ich soll erstmal hochklettern und dann hole ich ihn mir. Das Ganze nochmal fehlgeschlagen, weil er sich gefürchtet hat, der kleine Pisser, und ich bin gar nicht schnell genug rennen können. Das war natürlich klar. Kann ich dem Typen jetzt irgendwie eine Nachricht schicken? Was hat man den Decken da? Geht nicht. Nur Häuptlinge können Rüstung springen, alles klar. Denn. Finde ich doch gar nicht. Hau rein. Jetzt im anderen Gebiet, ja, danach, da, von, nach da verzogen. Deswegen machen wir mal. Wie gesagt, wir werden definitiv dort diese Folge, diesen Pisser töten, übernehmen. Und ich sag's euch, Leute, wenn es das letzte ist, was ich tue, wenn diese Folge 5 Stunden geht. Aber war ja eben nur ein Versehen. Das ist einfach nur, weil ich diesen Typen herrsche. Einfach die Herrschaft über dieses Gelände haben will. Sollen wir was verwüsten? Töte die Herde und der Bulle wird attackieren. Jo. Töte 20 Uruksänder von 20 in 2 Minuten. Das ist völlig machbar. Habt ihr das gehört? Das waren schon mal 6. Das war Nummer 7. Das war noch ein paar. Boss? Haltet ihn vom Leib! Ich hab doch gehört, dass es schon da ist. Nee, dann müssen wir uns noch drüber kümmern. Wir werden dich zerfetzen!
Wenn es halt so ist, dann ist es halt nicht. Ist ja nochmal jetzt nicht schwierig, die Leute zu töten. Schauen wir, was hier noch einer ist. Bei uns. Unsere Krieger! Dann können wir auch schon mit dem Spielchen hier. Wir fangen an. Furcht vor Verrat, ja. Sehr gerne. Ich würde überhaupt gerne zurück, mein Freund. Also, das klappt hier mal ausnahmsweise gerade wie am Schnürchen. Kommt er auch nicht allein. So viele kommt er auch nicht allein. Und dann mischen wir uns mal mitten ins Tümmel. Bühne meinem Willen. Pfeil im Kopf gekriegt und lebt sogar noch. Da sind ein paar viele auf unserer Seite, das ist auch gut. Das ist ja immun gegen Pfeil. Du hast vielleicht ein paar Schwächlinge abgewuchst. Na und? Kämpf mit mir und stirb! Was stimmt nicht mit ihm? Natürlich. Lass mich durch, Mädels. Könnt ihr euch nicht auf irgendeinen anderen konzentrieren oder was? Du bist mir im Weg! Ihr sollt Furcht vor Verbrennung. Ja, dann lauf. Lauf noch weiter, lauf noch weiter, lauf noch weiter und das reicht. Und. Ja. Und eins. Endlich. Wo du hier bist. Was man ansehen muss, ist. Eltonie. Eltonie. So, schauen mal auf die Armee. Hier haben wir 2, das ist völlig egal, hier oben haben wir 4 und das ist das Wichtigste. Mit 7 haben wir einen hier, mit 13, 8 und 5 und der ist selber nur 4, von daher würde nicht viel passieren. Die können sich dann ein bisschen hier aufbauen und währenddessen werden wir uns wieder zurückbegeben auf die alte Karte. Wir werden wieder das schöne Leben genießen. Nicht diese Scheiße wie gerade eben, sondern was Schuld. Dein Adliger vergisst nie eine Schuld.
Es gibt noch andere Orte in Mittelerde. Vielleicht nach Rohan. Oder nach Norden. Eskaroth. Uns andere Namen geben und neu anfangen. Das würde mir gefallen, mein Herz. Gucken, was sich hier getan hat bei unserer Abwesenheit. Zack. Wir nehmen immer noch 3 Leute in den Reihen. 2, die uns abgemurkst haben, die Penner. Aber wir werden ja hier direkt weitermachen, und zwar direkt hier. Mische dich in die von Golm, dem Herumtreiber, durchführte Hinrichtung von Luga Blutaxt ein und stell sicher, dass dein Gefolgsmann Erfolg hat. Ich würde eher hinrennen und den anderen, das ist ja die perfekte Gelegenheit, den anderen zu rekrutieren, weil der ist ja gefangen. Das klingt sehr gut und sehr einfach, von daher rennen wir mal schneller hin. Dann nehmen wir noch einen 4. hier. Glaubst du das, dass ich in der Nähe bin, oder weißt du es? Ich kann es immer noch wieder sagen, Leute, ey, und das ist kein... Ich sag mal so, ich bin ja kein großer YouTuber, von daher werde ich auch nicht für sowas bezahlt, aber ich finde dieses Spiel echt klasse. Ich finde das aktive System total gut. Wie das alles so funktioniert, ja. Der Waldläufer! Alle auf einmal! Nee. Schon gut. Der Mörder ist schon lange weg. Ganz entspannt. Du musst verstehen. Wir waren so hungrig. So, dann werden wir mal sehen, was uns dort geboten wird. Nö, nicht festhalten, zack, da runter, da rein und um Verräter, Feinde und Rivalen ihre gerechten Strafe zuzuführen, betätigen sich viele Uruks mit Freunden als Henker. Wird ihm nicht Einhalt geboten, erlangt der Henker Macht. Mische dich in die Hinrichtung ein und stelle sicher, dass dein Gefolgsmann Erfolg hat. Mal gucken, ob er Erfolg hat. Ich vermute es nicht, weil ich mir... Ihr alle verdient den Tod! Ich bringe ihn euch! Dafür töte ich dich! Lass mich los! Das brauchst du nicht, weil ich schon Logge G und 18 begegne an einen Ort. Da bin ich hin. Glück gehabt! Ja, ein Schädel mehr oder weniger stört mich nicht. Meine Axt ist bereit und scharf. Ich bin der Beste. Was ist schon ein Tod? In Richtung gelöst. Gebrandmarkt. Golem, der Herumtreiber und Lüger sind unter dem Einfluss des Geistes und lehnen den Kampf ab. Kampfbericht. Nichts passiert. Wunderbar, Leute. Wunderbar. So will ich's haben. Aber... Ich sollte Ausschau nach dem halten. Sehen, was passiert ist, von daher bist du am Markt. Wo man reinguckt, sind 2 Hauptmänner und 20 So-Einheiten. Das werden wir uns ja gönnen. Das ist doch wieder echt gut. So, dann werden wir gleich mal hier hin teleportieren. Einmal dahin teleportieren, dann da wieder hin. Und dann holen wir uns den nochmal genauso schnell. Duell jetzt verfügbar. Wo? Da. Stell sicher, dass dein Gefolgsmann aus dem Duell zwischen Lüger, Blutaxt und bla 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 erfolgreich hervorgeht, ja? Aber erstmal werden wir uns dem dort widmen.
Menschen ist gut jetzt, ne? Ihr braucht ihr nicht töten, das ist jetzt meins. Also lass den Scheiß. Mir egal, was ihn getötet hat, ist nicht mein Problem. So. Uruks veranstalten Festmahlungen, große Taten zu würdigen und sich mit anderen Uruks in der Kunst des Grogtränkens zu messen. Wenn das Festmahl ungestört bleibt, erlangt der Gastgeber Macht. Soll er ja auch. Wird er zwar nicht, weil ich das stören werde, aber es geht ja darum, dass ich ihn hole. Trinkt euren Grog! Das ist ein Befehl! Ja. Wir wollen ja nicht alles geschöpft werden, von daher werden wir mal. Schauen wir das von da aus? Ja. Dein Gefolge fertilisiert sich hier gerade. Den treffen wir nicht. Tun wir doch. Und. Tötung wird es ja da nicht. Draußen ist was. Ich werde dich schnell töten und mir den Grog mit deinem Blut versüßen. Jetzt sollen wir mal auch davon ausgehen, dass er dadurch nicht stirbt. Das wäre ja auch nochmal schon mal richtig. Ich vermute. Ja, schön. Endlich vertagen. Zu langsam. Wie gesagt, es ging genauso schnell wie das andere gerade. Von daher. Aber. Festmahl, Gebrandmarkt, passt schon und wunderbar. Gucken wir mal rauf da. Saurons Armee ist schon mal wesentlich besser geworden. Jetzt haben wir schon 5 hier. So einen Fetten hätte ich gerne. Der immer durch die Welt geht. Alles meins. Was ist mit dir? Je schlecht ist. Oh, das ist sogar auch einer. Mann, ich sage dir, ich kann nur an das Essen denken. Kämpfen wir jetzt oder nicht? Lieben gerne, mein Freund. Ein kleiner Dicker. Oh, du kannst sogar springen. Auch noch immun gegen Nahkampf. Gut, dafür kann ich jetzt aber auch nichts, ne? Holt euch den Kasten! Wer schießt denn damit? Der geht immer voll steil, der Junge. Der wäre süchtig gerade geklärt oder was? Oder wie auch immer. Weiß ich ja nicht. So. Nächste Folge werden wir dann erstmal hier hin und dann direkt unseren Kollegen helfen und dann direkt den nächsten zu uns holen. Und danach werden wir dann eventuell noch diese Mission machen. Und dann werden wir uns vielleicht mal wieder einen Hauptauftrag widmen. Aber Leute, wir sehen uns gleich im nächsten Auftrag. Haut rein! Bitch, I wanna party like Crystal.